Wurstsuppe. Ich weiß nicht, Wurstsuppe ist nicht so toll. Ich habe hier Ritter Sportschokolade, aber ich darf sie nicht essen, weil ja. Wenn ich was esse und kaue, dann hört man es im Teamspeak zwar nicht, aber in der Aufnahme total. Deswegen muss ich mir jetzt das Essen verkneifen. Haha. Schnauze. Urusei. Genau. Das einfach gesagt wurde. Nein, ich glitsche wieder. Du, lass dich jetzt mal anklicken. Nee, ich lass mich nicht betatschen, ey, Schwuchtel. Jawohl, darfst du ja eigentlich. Bist ja mein Freund sozusagen. Haha. Ja, die ist eigentlich schlechter Wortwitz. Als meine, aber lassen wir es. Aber kann ich zur Seelen machen. Die ist schlechter als deine? Ja. So. Hat mich noch eine schlechtere. Genau, sagen wir so. So, jetzt machen wir hier mal mit dem Hammer drauf. Gegenstand zerlegen und wir haben eine Seele erhalten. Diese Seelen braucht man, um Items im Prinzip zu plussen oder zu entsiegeln. Und zwar kauft man sich da eine Entsiegelrolle, dafür muss man eine bestimmte Anzahl an Seelen hinlegen und dann kann man solche Gegenstände, die versiegelt sind, steht dann mit drin, versiegelte sonst was, und wenn man die entsiegelt, dann verbessern sich ihre Werte und sie haben möglicherweise noch einen Optionseffekt wie, was weiß ich, Angriffsgeschwindigkeit plus 5% oder sowas. Boah. So, wir haben gleich die, also ich habe zumindest gleich den Erfolg Anfänger. Warte mal. Das kann man auch kaputt machen. Das kann man auch kaputt machen. Das kann man auch kaputt machen. So, wo waren denn die Erfolge jetzt? Okay. Oh, ich habe schon Fliege wie ein Schmetterling. Was? Oder gerade eben erhalten. Oh. Hä? Cool. Da muss man nur eine Questkarte, Missionskarte schaffen. Kein Plan. Also hier, Erfolge. Was sind Erfolge? Die erlangt man und kriegt dann Medaillen oder einen Titel und ja, die kann man ausrüsten. Zum Beispiel wenn man in dem Spiel heiratet, was geht? Ja, geht. Kriegt man, wenn man eine Mission so eine Anschlussquest macht, dann kriegt man so ein Schildchen, da steht über einen drüber Just Married mit Rosa. Und das ist eben auch so ein Erfolg, da bringt MP-Generationsrate plus 50 und Lebensgenerationsrate plus 50. Aber was wäre auch. Ist aber nicht so klasse, wie sich das anhört. Ja, das ist nicht, weil das nur einen Wert steigert. Ja. So, genau, hier zum Beispiel. Ich habe momentan Gesundheit plus 3, was ich mit meiner Mage drin habe. Das ist, beziehungsweise jetzt ist er eine Mönch. A Monk. Habe ich Fliege wie ein Schmetterling drin, weil das Intelligenz plus 10 gibt und magische Abwehr plus 7%. Das ist sehr nützlich. Was ich aber ganz, ganz gerne hätte, ist das hier. Ultimativer Eroberer. Stärke 10. Intelligenz 10. Gesundheit. Gewandtheit 10. Alles 10. Ach, geil. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen zurück in die Stadt. Süßes oder Saures? Ja, okay, geh du schon mal vor. Nein, ich warte auf dich. Ach, sowas, ne? Okay, und tschüss. Hui. Verdammt. Ja, dash dagegen. Ja, ich find's so lustig, wenn ich springe, mein Bauchklatscher am Schluss. Ups. Ich find meine Drehung lustig. Ja, ich find meinen Bauchklatscher cool, Mann. Hier so Bauchklatscher! Okay, das war jetzt eine Rolle. Yay, boom. Yay, boom. Wo bist denn? Wo bleibst denn schon wieder? Ach so, da hinter mir. Direkt neben dir. Ja, du blinkst bei mir hier gerade so auf. Zurück nach Rudelia. Haben wir F5 auch gemacht oder haben wir das jetzt übergangen? Nee, wir mussten nur 1 bis 4 machen. Ach, so ist das. Und für die dritte Karte ein C erreichen. Was wir aber glorreich mit dem SS abgeschlossen haben. Ja, ist kein Problem. Okay, laufen wir mal, laufen wir mal. So, aber ich gucke jetzt erstmal hier bei der Seelenfertiger. Mit Fraps lädt das in der Stadt etwas. Ist blöd. Zwei Quests zum Abgeben, eigentlich sind es 3. Komisch. Oh. Ich glaube, die dritte ist irgendwo anders. Ich habe nur 2 Quests. Dumm, da reden wir mal mit dem. Hey, du da. Bist du und ich schluck jetzt mal die ganzen EP-Boost-Tränke. Ah, mit dem kann ich 2 abgeben. Jupp,
Das haben wir geschafft. Eine Gallamünze haben wir erhalten. Und das ist das nächste. Da bekommen wir Schurken, Neulingsstiefel, die glaube ich aber schlechter sind als das, was ich momentan trage. Da habe ich gar keine Stiefel an. Ja, ich habe gar keine an. Ja, cool. Ja, ich bin Anfänger. So siehst du aus. Uiuiuiui, ja, ja, ich weiß. Ja, oh, ich deine bekomme neue Klammer, das finde ich gut. Oh, du bist ein Level up. Level up. Und ich habe einen verbesserten Jagdbogen erhalten. Boah, die sehen ja geil aus. Zack, so. Zack, zack, zack. Ja, ich würde jetzt gerne den Erfolg angucken. Jetzt zeigen wir nochmal die Azusa hier. Zack. Wow. Keep on rocking. Ja, das bringt mir ein bisschen mehr HP. Ja, ich bin erstmal Level up. So, was machen wir denn da jetzt? Stürzt dich in der Luft auf bis zu 3 Gegner, bla bla bla. Steigert die Bewegungsrate. Ja. Oder ich mach meinen Gift-Skill da, aber der dauert mir immer zu lang. 58%ige Chance zusätzlich Combo. Salto brauchen wir nicht wirklich. Ah ja, den soll ich maxen, dann machen wir das gleich mal. Zack, fertig. Nehmen wir gleich mal die nächste Heldenquest an. Lauf jetzt schneller. Die Heldenquests sind im Prinzip Mainquests. Könnten wir uns hier alles durchlesen. Also momentan ist es so, dass irgendjemand die Tochter von irgendjemand geklaut hat. Wahrscheinlich von dem. Und wir müssen die im Prinzip jetzt retten. Machen wir das noch? Ja, und die roten Quests sind übrigens die Heldenquests. Das habe ich gerade schon gesagt. Du hast von gelben gesprochen. Hatte ich gelb? Ach, wurscht. Egal, die gelben sind normale Quests und die roten eben Helden. Genau. Ups. Und die Heldenquests haben meistens mit so Missionskarten zu tun. Ja. Oder halt wechseln in ein anderes Gebiet. So, schauen wir gleich mal. Ey, das Schaf ist buggy. Oh, nice. Macht ein bisschen mehr Schaden, ich merk's. Hey, warum liegt da Magiertrank? Mal Anfänger-Dings da drin rum. Hoch, 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 Dash. Auf was wartest du? Buddy, in your channel timed out.